Was geht, Cory hier. Willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen, wo ich euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn und es ist nicht so schnell, aber das Intro ist immer dasselbe. Also, falls ihr das Intro mal in langsam sehen wollt, schaut euch gerne Markus 1, Vers 1 an. Also, starten wir durch mit Markus 8, Vers 31. Lesen wir. Dann sprach Jesus zu ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir letztes Mal darüber geredet haben. Habt ihr die letzte Folge nicht gesehen? Dann schaut euch die andere Folge nochmal an. Und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Petrus, letzte Woche noch die beste Antwort und jetzt sowas? Jesus wandte sich um, wies Petrus scharf zurecht. Fort von mir, Satan! Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Satan! Hast du schon mal deine Mitchristen Satan beschimpft? Ich hoffe nicht, denn du kannst es nicht sehen. Jesus weiß, woher seine Motivation kam, Petrus' Motivation kam. Kurze Zusammenfassung. Jesus hat Klartext gesprochen. Klartext gesprochen, wieso er hier ist. Alles, was Jesus bis jetzt getan hat, war so ein bisschen vage. So, okay, ja, Jesus ist krass. Jesus ist sogar vielleicht der Christus. Jesus tut Wunder und lehrt uns. Okay, cooler Prophet. Aber jetzt sagt Jesus, wieso er wirklich hier ist. Jesus ist da. Lesen wir uns das nochmal durch, das ist sehr wichtig. Babam, der Menschensohn. Wir haben ja schon mal herausgefunden in anderen Kapiteln, falls ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr nochmal die anderen Videos schauen. Der Menschensohn ist das, was gesagt wurde, der Retter sein wird, der Menschensohn. Also klar, es gibt die Menschen, der Menschensohn an sich ist ein Mensch, aber wenn Jesus das sagt und wenn es häufig in der Bibel so steht, Menschensohn, dann steht das für. Aber wenn Jesus von Menschensohn spricht, spricht er von der Prophezeiung auch, die in Daniel steht, dass dass der Menschensohn auf einer Wolke herunterkommt. Also in anderen Worten, der Menschensohn ist der, und das erklärt er jetzt auch gleich, der leiden wird für unsere Schuld. Und was Jesus hier sagt, ist, der Menschensohn, also meint er sich damit, wird viel erleiden müssen und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Was wir ja schon sehen, er wird von Pharisäern und Schriftgelehrten und all den Menschen, die eigentlich verstehen sollten, wer er ist, wird er verworfen. Und dann noch, er werde getötet werden. Aber das Wichtige ist, 3 Tage später wird er wieder auferstehen. Und das Einzige, was Petrus hört, ist, dass er geschlagen wird, verworfen wird und stirbt. Aber er hat irgendwie darüber, er hat nicht gehört, dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht. Aber dann denkt Petrus ganz menschlich, was wir natürlich auch sehen würden, ist, wenn irgendjemand von unseren Leuten sagen würde, hey, in den nächsten Tagen werde ich ausgepeitscht, geschlagen und getötet. Und dann sagen wir, nein, dann geh doch nicht dahin, dann schützen wir dich, wir bleib du hinter uns und wir greifen sie an oder wir schützen dich vor denen. Aber dann hat er nicht gelesen, was wir letzte Woche gelesen haben in Jesaja. Er kommt, um unsere Schuld zu tragen. Er kommt, um unsere Fehlverhalten, das, was wir alles falsch getan haben, unsere Sünden, er kommt, um das auf sich zu nehmen, damit wir wieder Connection zu Gott haben dürfen, damit wir letztendlich in den Himmel kommen dürfen. Das ist seine Aufgabe. Das heißt, Petrus möchte gerade, in seinem Kopf ist gerade, nein, ich muss verhindern, dass Jesus stirbt. In anderen Worten, ich muss verhindern, dass Jesus für die Menschen stirbt.
dass das Lamm nicht geopfert wird für die Menschheit. Und dann ist doch klar, dass Jesus so reagiert. Geh weg von mir, Satan. Weil Satan, genau der Teufel, der möchte das nicht. Der möchte nicht, dass unser toter Geist, dass wir als Menschen, die wir tot sind, wieder lebendig werden können. Und das möchte er nicht. Er möchte so viele wie möglich mit sich runterziehen. Und natürlich möchte er verhindern, dass Jesus für uns stirbt. Das ist sein Main Goal. Aber lesen wir weiter, die letzten Verse noch. Und da heißt es, 34, da rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolles als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen, ehebrecherischen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Wow. Wow. Ich lese einfach nochmal. Es ist einfach so kraftvoll. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einen Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Ich hoffe, es ist klar, was Jesus hier sagt. Mit anderen Worten sagt Jesus uns und den Jüngern, es geht hier nicht um dein Körper, um dein Fleisch zu retten. Es geht nicht darum, um jeden Preis lange zu leben. Und es geht vor allem nicht darum, ein gutes, happy-clappy-Leben zu führen. Denn wer dieses Leben hier auf dieser Erde so sehr liebt, der wird es verlieren. Er wird seine Seele verlieren. Und selbst die Welt versteht das. Wer nur den Erfolg nachjagt und das Geld nachjagt, wird seine Freunde und Familie verlieren. So würde die Welt das sagen. Und klar, weil du auf das Wichtige vergisst. Aber hier ist es noch viel, viel, viel wertvoller, weil hier geht es auch um das ewige Leben. Wer lieber hier Anerkennung haben möchte, hier Erfolg haben möchte, lieber. Ne, nichts ist gegen Anerkennung und nichts spricht gegen Erfolg. Aber wer das lieber hat, als Jesus nachzufolgen, seine Botschaft zu folgen, der wird das Wertvolle, das ewige Leben verlieren. Weiterhin auch, wer das verleugnet, Gottes Botschaft verleugnet, Jesus verleugnet, der wird auch im Himmel verleugnet werden. Der wird auch, wenn er steht vor Gott im Himmel und sagen, hey, darf ich reinkommen? Dann wird er auch sagen, hey, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Das sagt Jesus auch. Ich werde sagen, ich habe dich nie gekannt. Weil du nicht zu Jesus stehst, weil dir wichtiger war, was Menschen zum Beispiel denken. Und so war es in meinem Leben auch. In meinem Leben war es so, dass es mir so wichtig war, dass meine Freunde und alle Leute, die mich kennen, gut von mir dachten, dass ich niemandem davon erzählt habe, wer Jesus für mich ist und dass ich gläubig bin und dass ich Jesus nachfolge. Ich habe niemandem davon erzählt. Aber irgendwann bin ich auch auf diesen Vers gekommen, wo es heißt, und den lesen wir jetzt nochmal, weil er so wertvoll ist. Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, was ich gemacht habe, für den wird sich auch der Menschensohn, für den wird sich auch Jesus schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Es geht hier, wenn du
in der Lage, wenn du in der Situation bist und sagst, hey, ich find's voll schlimm, dass ich mich dafür schäme, ich möchte es eigentlich nicht, dann bist du wenigstens auf einem guten Weg. Aber wenn du sagst, ich schäme mich für Gott und daran wird sich auch nichts ändern, ich werde niemals jemanden von meinem Glauben erzählen, dann lies diesen Vers so oft, bis du ihn verinnerlicht hast. Mir hat er auf jeden Fall geholfen. Ein bisschen Furcht, die hilft immer. Weil es heißt ja auch, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also ich glaube schon, dass diese Furcht davor eine gute ist, denn es ist ein treibendes Mittel, um den richtigen Weg zu wählen. Aber wir sehen hier, Jesus möchte, dass unser Leben uns nicht so wichtig ist, dass wir dafür Jesus verleugnen. Dass wir sagen würden, nö, ich gehöre Jesus nicht an. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer hatte. Ich habe gesagt, okay, ich werde vielleicht nicht rausposaunen, dass ich Jesus folge, aber wenn mich jemand fragen würde, folgst du Jesus nach, dann würde ich immer noch Ja sagen. Das ist mir nicht wichtig. Also das ist mir nicht, die Welt ist mir nicht so wichtig, dass ich Jesus wirklich verleugne. Aber ich habe es auf eine andere Art und Weise, ich habe nicht wirklich von meinem Glauben erzählt, was auf einer anderen Seite auch verleugnen ist. Aber ich habe einen guten Weg gefunden und mittlerweile habe ich jetzt gar kein Problem mehr darüber zu erzählen, dass ich Jesus nachfolge, auch wenn Leute mich komisch anschauen oder komisch von mir denken. Weil was bringt es, Ansehen in dieser Welt zu haben, wenn ich letztendlich die Ewigkeit verliere? Und das heißt es hier auch. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich konnte euch etwas durch den Heiligen Geist mitgeben. Falls ihr Fragen habt zu diesem Thema, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. So, wir haben jetzt noch hier ein Video. Wir haben jetzt hier noch die Playlist von allen Markus Evangelion Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und auf dieser Seite ist ein anderes cooles Video, was ihr euch gerne anschauen könnt.